Das Smartphone. Viele Kinder und Jugendliche können sich einen Alltag ohne mobiles Internet gar nicht mehr vorstellen. Das mögen manche Eltern und Lehrer kritisch sehen. Der Trend lässt sich aber wohl nicht mehr umkehren. Umso wichtiger, dass Erwachsene in der Lage sind, Kinder beim Medienkonsum zu begleiten. Medienpädagogik beginnt ab dem Zeitpunkt, wo man Medien nutzt. Das heißt, schon kleine Kinder, die die Eltern am Smartphone eben sehen, nehmen das wahr, nützen das ganz selbstverständlich. Das heißt, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, nee, das ist Teufelszeug, das halten wir mal von euch fern. Das entspricht nicht unserer Zeit. Sondern es geht darum, die Medien nutzen, uns aber nicht von ihnen bestimmen zu lassen. Medienkompetenz müssen sich die Erzieher von heute also aneignen. An der Maria-Ward-Fachakademie für Sozialpädagogik der Diözese Eichstätt gibt es dafür einen extra Kurs. Die angehenden Pädagogen haben zum Beispiel ein Hörspiel erstellt, das sie mit Jugendlichen des Gabrieli-Gymnasiums aufnehmen. Kritischer Umgang mit Medien wird den Schülern quasi nebenbei vermittelt. Natürlich haben wir auch einen Aspekt mit drin, den rechtlichen Aspekt. Das heißt, den Umgang mit dem eigenen Foto, Recht am eigenen Bild, aber auch Verleumdung kommt in unserem Hörspiel mit drin vor. Und da geht es eigentlich auch mit darum, dass die Kinder erfahren, wie kann ich selber auch im privaten Umfeld damit umgehen, dass ich auf der sicheren Seite bin. Die Fachakademie für Sozialpädagogik ist eine der wenigen Schularten in Bayern, an der das Unterrichtsfach Medienpädagogik verpflichtend ist. An der Akademie können junge Männer und Frauen ihre Theoriestunden für die Ausbildung zu staatlich geprüften Kinderpflegern machen. Oder, darauf aufbauend, den 2-jährigen Vollzeitunterricht für die Ausbildung zu staatlich geprüften Erziehern. Nach einem weiteren Praxisjahr machen sie ihren Abschluss und arbeiten mit Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Medienkompetenz finden die Studierenden wichtig für ihre künftige Arbeit. Dementsprechend ist es natürlich auch immer wichtiger, dass die Kinder den gezielten, den geschulten Umgang mit den Medien lernen und halt auch können, damit sie sich dann einfach in der Medienwelt sicher zurechtfinden. Aufnahmen im Studio. Die Gymnasiasten sprechen unter Anleitung der Studierenden das Hörspiel ein. Während des Projekts haben sie einiges gelernt. Dass man halt immer schauen sollte, dass das irgendwie geschützt ist, dass das keiner lesen kann, wie in WhatsApp oder so. Man sollte erst diese Personen fragen, die man da filmt oder fotografiert, ob sie damit einverstanden sind mit dem Film oder Foto. Dass man eben nicht die Bilder ins Internet stellen darf, wenn man von anderen nicht die Einverständniserklärung hat. In der Maria-Ward-Fachakademie lernen die künftigen Pädagogen, wie sie Medienkompetenz und Spaß vermitteln.